just let me go up in under your spell. I love you so, it's just hard to tell. I lost my way and there's no coming back. And I'm all done, the love's all gone. Sieh mal an. Eure Nachricht wurde bewertet, okay. Wie gesagt, hier ist halt alles voll mit irgendwelchen Fahrauszeichen, also. Das ist schon herbe krass. Riese. Ja, ein bisschen. Aber nur ein kleines bisschen. Da hinten weiß ich halt auch noch nicht, wie das geht. Wie man da durchkommen soll. Ich hab übrigens viele Riesen, Alter. Ach guck mal, jetzt kommt's auch raus. Gut. Ach guck mal, da ist noch einer. Hey, die ist flink. Aber tot. Flink, aber tot. So. Das Fahrzeichen hier brauche ich ja nicht, weil da komme ich hier direkt darüber, da bringt mir ja nichts. Und da, meine Freunde, ist unser nächster Bosskampf. Und ich hoffe sehr, dass ich diesmal, dass ich hier einen Gefährten bekomme. Denn der ist echt eklig, der Bosskampf, muss ich sagen. Das ist schwer, aber er ist richtig eklig. Warum schaue ich nochmal ganz kurz, oh. Ob ich hier irgendwo einen Gefährten herbekomme. Hätte ich vielleicht schon früher schauen sollen, aber... Nobody cares! Ne, hier ist keiner. Vielleicht direkt vor der Bosstür, das wäre natürlich jetzt praktisch. Also es handelt... Ihr werdet gleich sehen, worum es geht. Das ist auch wirklich der letzte Riese, den ich gemacht... Also der letzte Boss, den ich gemacht habe, ohne... also mit Hilfe. Ne, Quatsch. Den letzten Boss, den ich gemacht habe, den ich halt im letzten... Außerhalb des Let's Plays schon mal gemacht habe. Ich bin halt damals andere Wege gegangen. Okay, hier ist noch ein Leuchtfeuer. Aber leider keine Hilfe. Na gut, probieren wir's. Okay. Anvisieren ist echt schwer hier. Okay, ich muss auf N machen. Wir halten leider ein bisschen mehr aus als die normalen Ratten, das ist das Problem an der Sache. Kurze Erklärung, wie das hier funktioniert, und zwar... Oh, fuck. Muss ich hier eine gewisse Weile auf die Viecher einhacken. Bis ich dann so eine Bossratte zeigt. Die Bossratte, das ist das Problem hier, sieht genauso aus wie die Ratten, bloß dass sie so Stacheln auf dem Rücken hat, so ganz... Also man erkennt den Unterschied wirklich kaum.
Oh, Alter. Ich glaube, diesmal werden wir es nicht schaffen. Ich hätte mehr Tränke. Ich hätte noch mal vorher am Leuchtfeuer rasten sollen. Da ist sie. Jetzt kommt sie. Die verkraftet auch nicht viel. Da ist sie. Seht ihr die? Ne, falsch. Genau. Ne, das war nicht die richtige. Das ist die richtige. Seht ihr das? Die verkraftet nicht viel. Die kann es aber vergiften. Schnell! Ich hab's erledigt! Ah, ich hab's erledigt. Das ist egal. Ich hab's erledigt. Nice! Beim ersten Mal. Supergeil. Erstes Drachen, schau. Also theoretisch müsste da jetzt die Seele noch rumliegen von der, oder? Oh nein, echt jetzt? Ich hab's ja noch erledigt. Okay. Okay, diesmal ein bisschen schneller. Okay. Ja, komm! Junge, bist du dumm oder so? Wir sind halt so krass vergiftet gerade. Ich soll vielleicht doch nicht wegspringen, sondern weglaufen. Okay, die königliche Vorhut ist da. Da ist sie. Okay, ganz kurz noch einen Trank schlucken. Guck deinen scheiß Trank, Junge! Ah, oh, Mann, ey. Diese Vergiftung ist echt so behindert. Ich will kurz die Vergiftung abwarten, dass die weg ist. Jetzt haben wir sie. Okay. Na klar, schlag einfach mal random irgendeinen Stein. Ist ja nicht so, dass wir keine Zeit haben oder so. Ist er das? Das ist er. Nee, ist er nicht, scheiße. Muss halt nebenbei echt gucken, wo die richtige ist. Da hinten. Mittendrin leider. Thank you.
Schlag doch zu! Okay, 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 okay. Krank schlucken. Oh mein Gott, ey. Königlicher Rattenvorhutseele und Rattenschwanz. Alter. Puh. Was für ein... Ich weiß, wisst ihr, was ich meine mit ekelhafter Gegner? So. Dann würde ich sagen, wir tun kurz speichern. So. Und dann gehen wir mal hierher. Leave this place, human. We have no time for thy kind. Humans bring nothing but filth. Is there a rat tail, human? Last one of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed. Rejoice, for the right to serve me is now thine. Since thou'rt human still, permit me ask, wilt thou thy human soul surrender and pledge thyself to me? Swearest thou by the sweet-tempered sludge that laps at our bosoms? Den Reit des Rattenkönigs leisten, den Eid des Lattenkönigs, alles klar. Wir leisten heute den Eid des Lattenkönigs. Diesen Eid, ich weiß nicht mehr genau, was er macht. MC Dragon hatte mir das mal erzählt. Er ist jetzt nicht so dolle gewesen. Aber ich muss gestehen, ich hätte gerade echt Bock drauf, mal den Eid zu leisten. Ach komm, hier, wir leisten einfach mal den Eid. Komm, wir probieren es mal. Eid des Rattenkönigs. Thou hast the eyes of one who perceiveth true beauty. Ja, ich bin doch tot. Human, thou mayst serve. Take this ring. It was forged by a human who was once among us. Wappen der Ratte. The ring draws to thee those who would defile our burrow. Wear the ring whenever thou art near. And destroy those who would dare provoke our ire. I will grant unto thee all thou shouldst so desire. I prithee serve with a true rat's honor. Okay. Speak thy mind, servant. Ja klar, ich kann meinem König was kaufen. Okay. Interessant. Rattenschwanz geben. Ah, okay. Ah, man kann opfern. My servant, tell me the way of things. There has been much honor in thy service, despite the human blood coursing thy veins. I am merciful, and trust in thee as I would any rat. The insolent fools line up to trample upon our burrows. My servant, dispatch these invaders, and thy reward will be handsome indeed. Knowest thee of the lockstones, those odd contraptions fashioned by human hand long ago? Thou art human, and thence able. I know thy kind, base
partisan scheme is old. Put these contraptions to thy employ against thy foe. Okay. My servant, tell me the way of thing. There has been, I am must. Okay, damit haben wir alles von dem geredet. Do not disappoint me. Ich werde nicht zerstören. Ja, man kann ja auch töten und kriegt dann was. Der hier hat anscheinend gemacht, okay. Ja. Alter, diese Riesen hier, die überall hängen. Es geht einfach aus, wirklich. Interessant, wirklich, also. Und da haben wir wieder ein Pharaos Wahrheitszeichen. Gut, dann haben wir das hier gemacht. Wir sind jetzt Diener des Rattenkönigs, sogar ein bisschen stärker schon als anfänglich. Ja. Ganz ruhig. Ich habe den Ring nicht drinne. Okay, noch ganz kurz zum Pharaos-Signal, Menschenbild, weil ich möchte ungern jetzt hier drauf gehen. Alter, was knapp. Ich habe keinen Schaden genommen. What the fuck? Oh. Jetzt habe ich Schaden genommen. Vorsicht. Bitte nicht. Okay, da kommt noch mehr. Sind da noch einer? Da ist noch einer. Alter, ich hasse diese Dinger. Ich bin einfach runtergefallen, das wollte ich gar nicht. Na gut. Dann bin ich halt runtergefallen. So. Schauen wir mal ganz kurz, was hier so ist. Ein Skelett. Große Heilung. Wir haben 16.700 Punkte, wir könnten wieder Levelaufstieg machen. Welches Level haben wir überhaupt? 97, wir haben fast Level 100. Und dann würde ich sagen, geht's mal nach hier weiter. Und hier kommt eine Gegend, durch die ich mich im richtigen Spielstand nie getraut habe. Da bin ich aber noch, mittlerweile bin ich im richtigen Spielstand aber 30 Level unter dem hier. Weil ich da nicht weitergespielt habe. Also. Ich weiß, da stand was, aber es ist auch egal. Da lag was, meine ich, also nicht. Da stand nichts, da lag was. Klettern wir mal runter. So. Schimmernder Lebensstein, okay. Was ist hier? Wieder hier. Gut gemacht. Einstürzen kann man dieses Riesengebilde nicht. Hier ist eine Kiste. Ich habe selten Fallen in solchen Kisten, muss ich sagen. Und ich glaube fast, dass wir hier mal den Ring des Rattenkönigs benutzen können. Vielleicht ist er dafür gemacht. Denn wir haben hier ein kleines Problem. Und ich glaube... Wir sehen...
Wieso kann ich das alles sehen? Wie sagt nicht, ich habe eine Nacht. Seht ihr das? Ich weiß nicht, wo das herkommt. Wieso habe ich eine Nachtsicht? Haben wir hier irgendwo. Haben wir noch einen? Wir haben keinen Flammenschmetterling, oder? Wir haben keinen Flammenschmetterling. Das heißt, wir müssten da rein theoretisch so durch. Okay, jetzt sind wir vergiftet. Das ist das Problem. Jetzt sind wir zum Beispiel vergiftet. Jetzt verlieren wir richtig krass viel Leben. Habe ich noch so ein Moos, was gegen Gift hilft? Genau. Keine Ahnung, ich probier's einfach mal. So, kurz. Ach, guck mal hier.